Jake, oh Dave. Seid herzlich willkommen zum Live-Video. Grüß dich, Holger. Du bist der Erste, der jetzt hier am Live-Video dran teilnimmt. Anna, grüße dich. Schön, dass du da bist. Und vielleicht kann ich deine Fragen, die du kürzlich hattest, noch weiter beantworten, von einer ganz anderen Sicht. Und ähnliche Fragen hat jeder. Jeder hat Fragen, solange er nicht erkannt hat, dass er das Absolute ist, dass er oder sie die absolute Realität ist. Und ihr könnt gerne Fragen jetzt immer dazu stellen. Ich wurde gefragt, ob ich noch etwas tue, ob ich etwas tue, um mich weiterzuentwickeln. Solange wir eine körperliche Existenz haben, hört die Entwicklung nicht auf. Es geht immer weiter, selbst wenn wir erleuchtet sind, geht die Entwicklung weiter. Und es ist gut zu wissen, wo die Entwicklung hingeht. Weil es gibt viele, viele Stufen der Entwicklung, wo wir so erfüllt sind und so beglückt sind, dass wir glauben, dass das Ende unserer Entwicklung ist. Und dann haben wir keinen Wunsch. Wir sind wunschlos glücklich. Das Endziel, wenn man überhaupt davon sprechen kann, das Ziel, dass wir auf unseren spirituellen Weg anstreben sollten, ganz wichtig zu verstehen, anstreben sollten, da ist etwas drin, etwas zu tun. Nicht die Hände in den Schoß zu legen und sagen, nein, alles ist das Absolute, ich bin das Absolute und da gibt es nichts zu tun. Solange das Ego existiert, solange unsere physische Existenz da ist und wir uns damit identifizieren und wir noch nicht in uns selbst erkannt haben, dass wir das Absolute sind, solange gibt es etwas zu tun. Solange können wir uns bemühen.
zu der Frage, was ich mache für meine Entwicklung. Ich habe das ganz große Glück gehabt und habe immer noch das ganz große Glück, dass ich einen Meister begegnet habe, der die höchste Stufe, ich möchte es so sagen, aus meinem Bewusstsein heraus, das Brahman-Bewusstsein gelebt, erreicht, erlebt und an uns weitergegeben hat als Information. Und das Ziel ist natürlich das Brahman-Bewusstsein. Das ist das Bewusstsein, wo es keine Trennung mehr gibt. Wo wir erkennen, alles ist das Absolute. Und das anzustreben, ist wunderbar. Das Schönste und Größte, was wir in unser Leben machen können, weil mit jedem Schritt, den wir in diese Richtung gehen, wir mehr Erfüllung erfahren, wir mehr glücklich sind, wir mehr das Leben, das, was wir jetzt haben, das relative Leben, dass wir das in seiner ganzen Schönheit und in seiner ganzen Pracht erfahren können. Und erfahren heißt, dass unsere Wahrnehmung so weit verfeinert ist, sich so weit entwickelt hat, dass wir das Relative, die objektive Welt, vom Gröbsten bis zum Allerfeinsten wahrnehmen können. Das merken wir ja heute schon in unseren Erfahrungen, wenn wir so ganz klar in unserem Geist sind, gut ausgeschlafen, erfrischt sind und dann in die Natur gehen, wie beglückend die Natur auf uns wirkt und diese Erfahrung machen wir, weil wir so klar sind. Wir sind so wach, so lebendig und alles, was wir dann betrachten, ob wir nun im Wald sind, ob wir in der Einkaufsstraße sind oder ob wir mit Freunden zusammen sind, alles ist eine Erscheinung unseres Glücks, unserer Freude, unserer inneren Wachheit. Und so gibt es viele, viele Schritte, um unsere Wahrnehmung zu verfeinern, damit wir in jedem Moment die Fülle des Lebens haben, wo es keine schwächenden Einflüsse sind von außen oder von uns selbst. Die schwächenden Einflüsse, die wir im Äußeren erfahren, die haben wir uns auch selbst geschaffen. Die sind nicht einfach so da, um uns zu ärgern, die sind entstanden, weil wir selbst
in uns Schwächen haben, in uns selbst noch nicht die vollkommene Wahrnehmung realisiert haben. Selbsterleuchtung oder Erwachen ist eine Angelegenheit der Wahrnehmung. Und so können wir auch sagen, dass es in unserer Hand ist, wie unsere Wahrnehmung ist. Wenn wir unseren Körper so Stress und Verspannung aussetzen, das heißt in Bereichen sind, wo Probleme sind, die wir uns selbst schaffen, wo Spannung und Unannehmlichkeiten durch die Regierung entsteht oder durch einen Nachbarn oder durch einen Freund, einen Partner, Kinder. Alles hinterlässt Spuren in unserem Nervensystem. Und wenn wir die Spuren nicht gleich verarbeiten, dann hinterlassen diese Spuren Eindrücke in unserem Nervensystem. Und die Eindrücke in unserem Nervensystem behindern unsere Wahrnehmung. Dann können wir nicht mehr so gut wahrnehmen. Wir sehen das Leben so als etwas Oberflächliches, im wahrsten Sinne des Wortes, weil unsere Wahrnehmung so begrenzt ist, dass wir nur das Oberflächliche mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und das trifft für jeden zu, für jeden, ob er nun Erleuchtung haben möchte oder einfach nur erwacht sein möchte oder keines von beiden. Wenn man einfach nur ein vernünftiges, geordnetes Leben haben möchte oder wenn man glaubt, einer Idee zu folgen, eine religiöse oder eine kriegerische, wo man Menschen bekämpft, vielleicht tötet, ganz egal, welche Idee da ist, keiner kommt dran vorbei, sein Bewusstsein zu entwickeln. Das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt möchte ich euch mal, der dritte Anlauf, was ich mache, und das kann auch jeder, kann nur für sich selbst seinen Weg gehen, sagen wir mal. Und alles, was ich jetzt über mich sage, das wird, wie ich schon von anderen gehört habe, für den einen oder anderen eine Inspiration sein, für den anderen sagt, oh Gott, nicht mit mir, das kann ich nicht, das will ich nicht. Das darf alles sein. Auch hier, wir können immer nur auch da anfangen in unserer Entwicklung, wenn wir unsere Entwicklung beschleunigen wollen, wenn wir sagen, boah, ich möchte nicht mehr wiedergeboren werden oder ich möchte einfach ein besseres Leben haben oder ich sage, so, ich möchte immer in der Präsenz sein, immer in der Gegenwart sein, im Hier und Jetzt sein. Da spricht der Eckhart Tolle ja auch ganz toll drüber. Eckhart Tolle, ganz toll, klingt gut. Der erinnert uns immer dran, nicht immer so, oder Helmut auch, so auf seinen Videos, ganz schön, der erinnert uns immer wieder daran, um was es eigentlich geht. Der Helmut versucht das ganz toll auch zu sagen, komm aus deinen Gedanken, komm in die Stille, sei in der Präsenz. Erfahre, dass es dich gar nicht gibt, dich als Person, sondern es gibt dich als
das Selbst, wo die Person zwar da ist, aber sie hat nicht die Bedeutung. Und jetzt nochmal zu mir, ganz praktisch. Ich hatte im Sommer irgendwann vor Juni, ich glaube Juni, Mai, Juni, einen sehr niedrigen Blutdruck und mein Herz, das schlug total langsam. Ich hatte nur noch 27 Herzschläge, aber ausgeglichen, so ein, das sagt man, Samhita-Puls, nicht das. Das Rishi Devata Chandas, das sind die Sanskrit-Begriffe, oder Sattva, Rajas und Tamas aus dem Ayurveda, die waren in der Balance. Und das ist ein Samhita-Puls, das ist so ein ganzheitlicher Puls. Also nicht schlecht. Aber mein Freund und meine Freundin, die sagen, boah, ich müsste zum Arzt gehen, ich gehe normalerweise nicht zum Arzt. Und dann wollte ich das einfach überprüfen. Und dann fing die gleich damit an, ja, ich bräuchte einen Herzschrittmacher. Das Herz ist viel zu langsam, ist lebensgefährlich. Unterste Grenze. Und dann gab es dann gleich eine Überweisung, wo das Herz untersucht. Und dann hat man bei mir festgestellt, die rechte Seite, die ist für das Gehirn so, die Schlagader so, glaubt ihr, ja, Schlagader, alles toll. Und hier hat man festgestellt, dass so ein Plug oder ja, so eine kleine Verstopfung. Und dann dachte ich, hallihallo, ich lebe doch so gesund und ich mache doch alles. Wie kann das sein? Und dann sollte ich gleich 2-3 Monate wiederkommen zur Untersuchung, Nachuntersuchung. Und dann habe ich gesagt, na, warten wir mal. Und dann kam mir eine glänzende Idee oder eine glänzende Geschichte vielmehr ein. Vielleicht kennt ihr auch diese Geschichten von Siegfried, so eine Heldengeschichte. Und der war so unbesiegbar, der konnte alles machen, so. Der konnte kämpfen und der wurde nie verwundet und so. Der war immer der Sieger und da dachte der König, den kriege ich jetzt mal ran. Und hat ihm gesagt, so, er sollte in einer gewissen Zeit einen riesengroßen Kuhstall ausmisten. Da waren die Kühe oder das Rindvieh das ganze Jahr und da war Meter hoch Mist drin. Und das, glaube ich, sollte er in ein paar Tagen machen. Eigentlich unvorstellbar. Und denn der Siegfried war nicht dumm. Da floss in der Nähe ein Graben. Und dann hat er den Graben, also ein Fluss, ein kleiner Fluss, und dann hat er so einen kleinen Graben gegraben durch Richtung Kuhstall. Und da musste der Fluss durch den Kuhstall fließen. Und das ist der ganze Mist, alles, was raus sollte, was der König erleben wollte, dass der Siegfried das in dieser kurzen Zeit machen sollte, was unvorstellbar ist, kann niemand schaffen. Aber der Fluss hat das gemacht. Und in wenigen Tagen war der Kuhstall sauber. Zum Erstaunen des Königs, der konnte es gar nicht verstehen. Und war überrascht, wie der Siegfried das gemeistert hat. Und diese Geschichte fiel mir ein, als ich hörte, dass da so eine kleine Verstopfung sei. Und nur dieser Punkt, und so funktioniere ich immer, und ihr wahrscheinlich genauso, da kam ich drauf, da hat mich diese Geschichte inspiriert. Da habe ich gedacht, mein Blutkreislauf, der ist irgendwie zu schwach, weil ich hatte auch immer zu niedrigen Blutdruck. Ganz früher hatte ich über 20, 25 Jahre hatte ich einen zu hohen Blutdruck und dann habe ich auch ein Mittel, so ein chemisches Mittel, Atacant geschluckt und dann hatte ich Krebs und habe dann so die Preußkur gemacht, so 42 Tage nur Säfte getrunken und noch andere Diäten durchgeführt, kein Brot, keine Kohlenhydrate, um den Krebs nicht zu nähren. Und so konnte ich mich selbst davon heilen. Und siehe da, was die Ärzte sagten, den Blutdruck kann man nicht reduzieren. Den kann man, wenn er zu hoch ist, nicht runterbekommen. Ich wollte mit Homöopathie da was machen, ging nicht.
wurde abgeraten, sondern das hat gar keinen Sinn, funktioniert nicht. Und dann habe ich durch dieses Fasten im Sinne so mit diesem Säfte, nur Säfte trinken oder auch nur Obst essen, hat dazu geführt, dass mein Blutdruck zu weit runtergegangen ist. Ich wurde immer schwindelig. Aber das Kuriose war, dass ich habe da nie Angst gehabt oder es hat mich auch nicht groß aufgeregt. Nur ich habe bemerkt, dass viele Dinge, die ich eigentlich machen wollte, die ich machen konnte, weil der Schwindel da war, auch mehr Müdigkeit da war. Aber meine Stille, und deshalb habe ich eigentlich auch gar nichts unternommen, die Stille, die Präsenz, die war immer da. Für die Stille macht das nichts, ob du da auf dem Sofa liegst oder ob du Sport treibst oder schwer arbeitest oder weniger arbeitest oder irgendwas machst, Beziehungen hast. Für die Stille macht das nichts. Da macht es für die Stille macht es auch nicht, ob du stirbst. Die Stille ist die Stille. Und wenn sie bei dir ist, dann bist du auch so gut aufgehoben, dass da keine Aufregungen sind. Dann ist man mit dem, was ist. Und selbst wenn der Yama, der Todesgott, an die Tür klopft und sagt, Junge, deine Zeit ist vorbei, da bist du nicht im Widerstand. Weil da passiert eigentlich gar nichts. Das Eigentliche kann ich auch weglassen, da passiert nichts. Weil wenn du die Stille bist und erkennst, dass der Körper eine Erscheinung der Stille ist und der Körper jetzt am Sterben ist oder am Leiden ist, dann bleibst du bei dir selbst. Da ist keine Aufregung, keine Angst, keine Gedanken über die Zukunft. Du bist einfach mit dem, was ist. Und deshalb konnte ich ja auch diese Krebsangelegenheit mit mir selbst ausmachen. Die Ärzte konnten das nicht verstehen, dass ich nicht ins Krankenhaus gehen wollte. Das heißt jetzt nicht für dich, dass du keinen Arzt mehr aufsuchst. Nein, das kann jeder nur für sich selbst entscheiden. Alles ist in unserer Hand. Und je nachdem, das heißt auch nicht, dass ich besser bin als du. Nein, das heißt einfach nur, ich bin bei mir und die Impulse, die zu mir kommen, die nehme ich an oder lehne sie ab. Akzeptiere sie, wenn sie gut sind und bin still mit den Impulsen, wo ich merke, nein, die sind nicht richtig jetzt für mich. Ja, und so fing ich dann an, meinen Blutkreislauf in Schwung zu bringen. Und das führte dazu, dass ich die Treppen hier vor unserem Haus, die 5, 6 Etagen, 10, 15 Mal rauf und runter gegangen bin. Und dann wurde mir das zu langweilig. Dann bin ich um die Insel gelaufen. Also ich war immer aktiv, also immer so für 1, 2 Stunden jeden Tag. Strammes Gehen. Und dann kam mir der Fender im Kopf, wo ich vor 2 Jahren mal drauf war. Aber ich hatte da Probleme runterzugehen. Da kriegte ich Knieschmerzen, Hüftgelenkschmerzen. Und dann bekam ich so von jemandem die Information, ich könnte mit der Gondel ja auch immer runterfahren. Da habe ich mir eine Jahreskarte besorgt. Und seitdem, seit 13. Juni, gehe ich jeden Morgen auf den Fender. 1064 Meter ist der hoch. Und da kommt der Kreislauf richtig in Schwung. Die Geschichte von Siegfried, nicht so, der starke Strom, hat den ganzen Mist aus dem Kuhstall herausgeholt. Und so, wenn wir dafür sorgen, dass der Kreislauf gut in Schwung kommt, durch schnelles Gehen, durch Fahrradfahren, Treppensteigen, dann erhöht sich der Kreislauf. Und alle Zellen werden verstärkt mit Sauerstoff versorgt. Und dadurch kommen die freien Radikalen
die wir im Körper haben, die krebserzeugend sind und alle anderen und viele andere Krankheiten bewirken, die werden herausgeschwemmt. Und der Fender, das ist jetzt sozusagen mein Lehrmeister. Ich habe in diesen paar Monaten so viel gelernt von dem Fender, mit dem Gehen, in der ständig nur in der Präsenz sein. Präsenz sein, das heißt eigentlich immer, das Sein ist immer da, die Transzendenz, das reine Bewusstsein ist immer da. Und du bist in jedem Moment in dem Moment. Du bist immer gegenwärtig. Aber wir sind ja auch konfrontiert mit der äußeren Welt. Und so war ich ja auch konfrontiert mit dem Fender, mit den ganzen Steinen, die da auf dem Weg liegen, mit dem Schlamm, mit den Zweigen. Da gibt es eine Menge Hindernisse. Und so kann man erkennen, dass die Präsenz da ist, aber je nachdem, was notwendig ist, da kann das Objekt auch mehr in den Vordergrund rücken. Das heißt, die Stille ist da, aber ist besonders am Anfang, wenn man einen Sport macht, der ganz neu ist, dann tritt die Präsenz etwas im Hintergrund. Und die Objekte sind mehr im Vordergrund. Und so kannst du auch bei dir selbst schauen, ist die Präsenz immer da, ganz wunderbar, aber auch wenn sie immer da ist, kann es durchaus sein, dass mal ein Objekt mehr im Vordergrund ist und die Präsenz mehr so im Hintergrund ist. Und wenn die dauerhaft stabilisiert ist, da bist du so im Vertrauen damit. Das Vertrauen kommt von der Präsenz. Da bist du so im Vertrauen, dass du dich immer, egal was du tust, was du denkst, was du machst, beschützt bist. Die Stille, die alles durchdringende Stille, beschützt dich. Deshalb sind das jedes Erlebnis im Relativen, das nur der Fender ist. Der Fender steht nur für alles, für alle. Wenn du jetzt joggen tust oder schwimmen gehst, einfach läufst, spazieren gehst, Treppen steigst, alles passt genau da rein, wie ich das beim Fender erfahre und empfinde. Könnt gerne Fragen stellen. Hallo, grüß dich, Werner, Clemens. Ganz wunderbar. Erika. Erika ist auch da, sehr schön. Bruno, sehr gut. Paris auch da, wunderbar. Wunderbar, Angelika, Bernie, ganz schön. So. Das, wo es drum geht. Es geht uns immer um die Erleuchtung. Und wenn ich jetzt vom Fender spreche, das ist auch eine Möglichkeit, in die Präsenz zu kommen. Genauso wie ich das in all den Jahren auf dem Purusha, in dieser geschlossenen Gruppe, wo ich war, wo es nur um Erleuchtung ging, 25 Jahre war ich dabei. Tag und Nacht nur um Erleuchtung. Und da war im Vordergrund die Meditation und das TM-Siddhi-Programm. Und jetzt höre ich von vielen Leuten, oh, ich kann nicht so lange sitzen oder ich kann gar nicht sitzen. Ich habe immer so viele Gedanken. Ich habe so eine Unruhe. Ich habe Angst. All diese Dinge, die so in unser Leben auftauchen können und uns hindern an der Meditation.
Von meiner Seite sage ich immer dazu, dir fehlt die richtige Anleitung zur Meditation. Weil alles, was da aufkommen kann, Angst, Depression, Wut, Ärger, alles Mögliche, alle diese Emotionen, Depression, alles, was so kommen kann, und viele Gedanken, Gedanken ohne Ende, kommen nicht aus meinen Gedanken. All das kann, wenn die Meditation gut angeleitet ist, wenn man das versteht, was da passiert in der Meditation, auch dass man versteht, dass man nicht meditieren kann. All das führt dazu, dass man gut meditieren kann. Das hat bei mir funktioniert und das hat bei von Tausenden, Millionen von Leuten funktioniert, dass die alle unmittelbar oder auch manchmal etwas später in die Präsenz gekommen sind. Und Präsenz in diesem Fall, das ist der schnellste und kürzeste Weg, um zu sich selbst zu kommen. Weil durch die Meditation transzendiert man alle Ebenen des Denkens und was bleibt? Nur die Stille. Der Denker verschwindet, also die Gedanken verschwinden, der Denker verschwindet, das Ego gibt es dann sowieso dann nicht mehr. Alles ist weg, die Vergangenheit ist weg, die Zukunft ist nicht da, alles ist weg. Und was bleibt? Das reine Bewusstsein. Und das reine Bewusstsein, wenn du da etabliert bist, bist du ständig in der Präsenz. Da musst du nichts weiter machen, um in die Präsenz zu kommen. Eine andere Möglichkeit, um in die Präsenz zu kommen, ist durch Yoga, durch körperliche Übung. Und das ist auch eine gute Vorbereitung, Yoga, um dann eine gute Meditation zu haben. Man kann also erst Yoga-Übung machen und Yoga heißt nicht Gymnastik. Yoga, das ist auch, da komme ich gleich noch mehr drauf, Yoga, da geht man bestimmte Stellungen, verbleibt in den Stellungen. Und das geht manchmal auch bis zur Grenze, bis so, wo man merkt, ich kann mich gar nicht weiter drehen, ich habe mich so weit gedreht, weiter geht's nicht. Und dann bleibt man da. Und was passiert? Man kommt automatisch in die Präsenz. Durch die Drehung, durch die Haltung der körperlichen Position, wo keine Aktivität mehr ist. Und wenn der Körper ganz still ist, da ist eine Übertragung zum Geist, diese Körper-Geist-Koordination, was auf der körperlichen Ebene passiert, passiert auch im Geist, da wird der Geist auch ganz still. Und wenn der Geist ganz still ist, keine Gedanken, bist du in der Präsenz. So einfach. Kommst du dich in die Präsenz, wenn du in die Präsenz kommen willst? Das funktioniert nicht. Das ist wieder ein neuer Gedanke. Ich möchte jetzt in der Präsenz sein. In der Präsenz sein geht nicht. Aber wenn du gar nicht an die Präsenz denkst und jetzt deine Übung machst im Yoga, kommst du automatisch in die Präsenz. Da ist alles weg. Wenn du die Yoga-Übung richtig ausführst, in der Stellung bleibst. In der Stellung bleiben heißt so viel, ich bin still. Und wenn du still bist, keine Gedanken, kein Denker, kein Ego, da bist du nur im Hier und Jetzt. Das ist das reine Bewusstsein, was du durch deine Yoga-Übung erfahren kannst. Genauso mit dem Pranayama, nicht so, man kann diese Atemübung, nicht so, man atmet so links, drückt hier mit dem rechten Daumen auf den rechten Nasenflügel, atmet aus auf der linken Seite, atmet wieder ein in das gleiche Nasenloch hier auf der linken Seite, wechselt mit den Fingern, drückt das linke Nasenloch mit diesen beiden Fingern, Ringfinger und Mittelfinger zu, und atmet wieder aus.
Atmet wieder durch das gleiche Nasenloch, durch das rechte Nasenloch ein. Drückt jetzt mit dem Daumen ganz zarthaft auf den rechten Nasenflügel. Hebt die beiden Finger, Ring und Mittelfinger, weg. Und atmet da wieder aus. Und so, das ist die Wechselatmung. Da gibt es ein ganzes Video oder mehrere Videos von mir. Kann man üben. Und der Punkt ist der, dass wir immer eine Pause zwischen Ein- und Ausatmen haben. Zwischen Ein- und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen, das ist eine Pause. Und da, wenn wir das, und diese Pause, die werden immer länger, mit der Zeit werden die auch immer ein bisschen länger. Und wenn wir das eine Zeit lang gemacht haben, merken wir, boah, in den Pausen, da bist du völlig in der Präsenz. Da ist kein Denker mehr da, keine Gedanken da, ist einfach nur Stille. Das ist immer bei allem, beim Herzschlag, beim Einatmen, Ausatmen, wie ich sagte, überall in der Natur wie Tag und Nacht, überall dieser Wechsel, wenn es von einem Zustand in den nächsten geht, da ist eine Pause, da ist eine Lücke. Und diese Lücke, wenn wir die bewusst wahrnehmen, erkennen wir da Stille. Da ist das Absolute. Das ist unser Selbst, was da ist. Und mit der Zeit, werden wir erfahren, dass die Lücke immer da ist. Die Lücke, der Wechsel, und dann, wenn das jetzt immer da ist, dann haben wir das reine Bewusstsein, die reine Stille, die immer gegenwärtig ist. So könnt ihr sehen, es gibt also so viele Portale oder so viele Zugangsmöglichkeiten, um in diese wahre, unveränderliche, ewige, absolute Stille zu kommen. Die Stille ist da, aber wenn ich sage zu kommen, dass wir da hinkommen, das heißt, unsere Wahrnehmung ist noch nicht so weit entwickelt, dass wir diese Stille, die schon da ist, erkennen. Und deshalb, solange das der Fall ist, müssen wir was tun. Und dann machen wir Pranayama, stehen auf dem Kopf beim Yoga, machen die ganzen Übungen. Und worauf ich jetzt noch gekommen bin, da hat mir ein Freund, also ich hatte ein Erlebnis, da bin ich den Fan hochgegangen und dann plötzlich fing es an zu regnen und ich hatte nur ein dünnes Hemd dabei und alles andere habe ich im Schließfach gelassen unten bei der Gondel. Und dann dachte ich, boah, wenn das Hemd jetzt nass wird, dann werde ich oben frieren, bis die Gondel kommt und dann muss ich ja mit der Gondel runterfahren. Da gibt es immer so 10, 15 Minuten, die ich dann da warten muss. Wenn man aufsteigt, dann hat man ja die Hitze, diese durch seine Bemühungen, um da hochzukommen. Und dann habe ich kurz entschlossen das Hemd ausgezogen. Es hat in Strömen geregnet und dann fing es an zu hageln. Und es waren vielleicht 2, 3 Grad oder noch weniger, ein starker Wind da oben auf dem Fender. Und ich bin mit nacktem Oberkörper nach oben gegangen. Mein Körper war ganz gerötet von den ganzen Hageleinschlägen so auf meiner Haut. Und erst war das auch ein bisschen unangenehm, aber nach einer kurzen Zeit spürte ich auch, dass mich das nicht groß gestört hatte. Und gefroren habe ich auch nicht wirklich. Am Anfang war es ein bisschen kalt, aber nach kurzer Zeit hat sich meine Haut, mein Körper daran gewöhnt, mit dieser Kälte und mit dem Hagel klarzukommen. Und oben hatte ich dann das Hemd, habe ich dann abgetrocknet da oben und dann das Hemd angezogen und war dann ein bisschen wärmer umhüllt. Und das habe ich meinem Freund erzählt, und dann sagt er, hast du schon mal was vom Wim Hof gehört? Wim Hof? Sag ich, nein. Und der sagt, der wird auch als Superman betrachtet oder Iceman.
der bringt seinen Körper immer in extreme Situationen. Da könnt ihr mal gucken unter Google oder bei YouTube, da gibt es viele Videos von ihm. Wim Hof. Und dann habe ich mir da auch einige Videos angesehen. Und das passte genauso zu meiner Erfahrung, die ich da gemacht hatte mit dem Hagel und mit dem freien Oberkörper. Und dann habe ich einige Videos von ihm gesehen und fand das interessant. Und er sagte, es geht auch immer wieder, auch hier, um über den Körper auch durch Extremerfahrungen in die Präsenz zu kommen. Also Meditation, das ist ja mein Steckenfeld, aber ich sehe auch, dass andere Übungen, Betätigungen, Extremfälle, wie der Wim Hof das demonstriert hat, auch möglich ist, unmittelbar in die Präsenz zu kommen. Und zum Beispiel, der sagt auch, Leute, die jetzt Ängste haben, Depressionen haben und sich nicht wohlfühlen in ihrem Leben, Probleme haben ohne Ende, wenn die ins eiskalte Wasser gehen, kann man sich gar nicht vorstellen, muss man machen, probieren und euch, guckt euch mal die Videos an, dann sind sie nur in der Präsenz. Und wenn du in der Präsenz bist, hast du keine Depression, da hast du keine Wut, kein Ärger, kein Zorn, keine Übelkeit. Wenn dich was passiert, und das habe ich auch bei meinem Fenderaufstieg immer wieder erlebt, wenn ich so in der Kälte war, dass so eine Klarheit in den Kopf kommt und auch so eine Geordnetheit in die Physiologie kommt. Und so können diese Dinge, so wie Depressionen und so, alles Negative, das verschwindet, weil man jetzt mit einem Ruck aus seinen Gewohnheiten herauskommt. Und was bleibt? Die Stille. Die gegenwärtige Stille. Du bist dann mit deinem Bewusstsein so gegenwärtig, wenn du jetzt zum Beispiel ins kalte Wasser gehst. Das habe ich heute auch wieder gemacht, schon seit 4 Tagen mache ich das, auch inspiriert durch den Wim Hof. Bade jetzt jeden Tag im Bodensee. Das Wasser hatte heute 7 Grad, habe ich gemessen. Und ich gehe rein, boah, ist das kalt. Ich denke, mich trifft der Schlag. Aber ich kenne das aus vorausgegangenen Übungen oder Erfahrungen, dass es nur die ersten 1-2 Minuten ist. Und dann hat sich der Körper schon daran gewöhnt an die Kälte. Und heute war ich 10 Minuten im Wasser, geschwommen, gestanden, einfach im kalten Wasser bis zum Hals im kalten Wasser gestanden. Und ich habe gespürt, so eine Klarheit in meinem Kopf und so eine Geordnetheit der Zellen im Körper. Und er sagt, der Wim Hof sagt, wenn man im kalten Wasser ist, dann wird das ganze Blut mit Sauerstoff angereichert und dieses Kohlendioxid, was da sonst auch rumschwirrt, das geht alles raus und auch die freien Radikalen, die gehen raus und das Immunsystem wird unglaublich gestärkt. Und das ist ja gerade in dieser Zeit jetzt, wo wir alle so ein bisschen ängstlich sind wegen Corona, das wäre eine gute Möglichkeit, in sein Badewasser Eisstücke reinzutun oder einfach das kalte Wasser reinzulassen in die Badewanne und dann einfach die Kälte zu spüren. Also ich sage das jetzt einfach mal nur mal so, damit ihr als Möglichkeit erkennen könnt, dass es sehr viel mehr gibt. Ich muss gleich aufhören, weil ich von dem Licht hier, der ganze Raum ist sehr stark erhitzt, ich komme langsam mit Schwitzen hier, das Gegenstück zur Kälte. Aber das ist ja jetzt auch zum Beispiel eine Möglichkeit, in die Präsenz zu kommen. Das Gleiche was mit der Kälte, was ich jetzt auch mache, auch schon seit einigen Tagen, dass ich mit freiem Oberkörper den Fender hochgehe. Heute Morgen hatten wir 0 Grad. Und auch da
Ich spüre jetzt gar nicht mehr die Kälte. Mein Körper hat sich schon daran gewöhnt, so mit freiem Oberkörper. So 1,5 Stunden ist immer so ein Fan darauf. Gehe ich 55 Minuten etwa. Heute Morgen waren es 51 Minuten. Und sonst, und dann gehe ich ja noch ein Stück zum Bushaltestelle. Und muss dann noch einen Bus fahren und dann 10 vor 9 fährt der Bus, dann wieder nach Lochau und dann nach Bregenz. Ich fahre mit dem Bus und dann mit der Gondel immer runter, weil ich sonst Probleme mit den Knien bekomme, wie ich es vor 2 Jahren hatte. Und so durch den Fender hochzugehen, das ist eine Wonne und eine Bereicherung für den Körper. Und auch viele Leute, die also Knieprobleme haben, Hüftgelenkprobleme, die gehen da auch, viele gehen jeden Tag hoch, manche so 2, 3 Mal die Woche, um sich selbst dadurch zu heilen. Also ich erwähne das hier, Fender, nicht jeder hat einen Fender, aber vielleicht einen kleinen Berg in der Nähe oder auch so eine Fahrradtour, wie ich erwähnt habe. Alle körperlichen Aktivitäten, die den Blutkreislauf in Schwung bringen, erhöhen deine Wahrnehmung. Das heißt, Blutkreislauf nimmt zu, Sauerstoffzufuhr wird größer, mit dem Ergebnis, dein Körper reinigt sich. Das ist eine Form von Reinigung. Das, was ich immer sage, wir haben eine verminderte Wahrnehmung, weil wir Blockaden in unserem Nervensystem haben. Und wenn wir jetzt die Blockaden beseitigen, dann erhöht sich unsere Wahrnehmung. Und wenn wir eine bessere Wahrnehmung haben, dann expandiert sich unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein expandiert, wird größer, bis wir keine Begrenzung mehr haben. Bis wir völlig frei sind von Blockaden. Und solange wir Blockaden in unserem Nervensystem haben, ist es gar nicht möglich, permanent in der Präsenz zu sein. Das ist auch die Antwort jetzt für all die Fragen. Was machst du, um permanent hier in der Präsenz zu sein? Ja, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin einfach immer so in die Transzendenz getaucht, mit meiner Meditation immer transzendiert. Und dann hat sich das ergeben, Stress und Verspannung sind rausgegangen. Und dann war einfach die Präsenz da. Das kommt automatisch, wenn du dafür sorgst, dass dein Nervensystem gereinigt wird. Meditation ist wie eine Waschmaschine, die reinigt dein Nervensystem. Und wenn dein Nervensystem gereinigt ist oder immer reiner wird, bist du immer mehr mit dem Selbst verbunden. Und irgendwann merkst du, ich bin das Selbst. Ich bin nicht der Peter, ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht diese Begrenzung. Die Begrenzung ist nur eine Erscheinung von dem Selbst, von dem, was ich wirklich bin. Also das, was der Wim Hof da gesagt hat, das sehe ich die Parallelen zu dem, was ich früher auch gesagt habe mit Pranayama, was ich heute auch gesagt habe, Pranayama, diese Atemübung. Auch er bringt eine Atemübung, die kenne ich auch, ist auch etwas extrem, alles ist alles extrem bei ihm, aber das sehe ich auch positiv, das mit dem kalten Wasser. Viele Leute sagen, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Doch jeder kann das. Das ist nur unser Mind, nur unser Geist, der dieses Pförtchen immer hat oder so. Das will ich nicht, das kann ich nicht. Das sind immer diese Widerstände in einem selbst. Aber manchmal ist man schon so konfrontiert mit einer Krankheit oder mit einem Ereignis und auch mit seinen Gefühlen. Dann sagt man, wow, ich gehe lieber ins kalte Wasser, statt immer noch diese Depression weiter in mir zu haben. Oder ich gehe mal mit freiem Oberkörper in diesen eiskalten Wind, um aus meinen Denkgewohnheiten rauszukommen, um mal diese Luft zu spüren, so auf dem Körper, und ganz dadurch in die Präsenz zu kommen, ganz gegenwärtig zu sein. Als Übung, nicht? Auch ins kalte Wasser, da müsst ihr nicht gleich 10 Minuten reingehen, wie ich das heute gemacht habe. 1, 2 Minuten. Ist wunderbar. Ich habe das früher schon öfters gemacht. Habe ich einfach kaltes Wasser in die Badewanne gelassen. Dann bin ich da reingegangen. Bis hier oben, kaltes Wasser.
War natürlich furchtbar kalt, das war auch in der Schweiz, da ist das Wasser besonders kalt, da oben in Seelisberg, so am Vierpfalzstätter See. Und dann war ich da so im kalten Wasser. Wow, und dann aber nach 2, 3 Minuten hörte die Kälte auf. Das war dann, spürte ich, dass der Körper, die Wärme vom Körper, von dem Wasser reflektiert wurde. Und dann nach einiger Zeit hatte ich also das Gefühl, ich werde gewärmt von dem Wasser. Also das kann auch passieren. Also wenn man ganz still ist, sich nicht rührt, dann merkt man die Kälte nicht mehr. Aber die Wirkung, ich kann nicht oft genug betonen. Also ich bin selbst auch jetzt immer wieder von Neuem überrascht, was das bewegt, das kalte Wasser und diese kalte Luft. Mit der Atmung, da empfiehlt er die, der Wim Hof empfiehlt das vollständige Durchatmen. Das heißt, man atmet ein in den Bauch, in die Brust und dann atmet man wieder aus. Bei der Einatmung, da ist ein bisschen Druck drauf, so dann füllt sich der Bauch und die Brust und dann lässt man den Atem ausströmen. Also ohne Druck, einfach so. Und das macht man 30 Mal. Er empfiehlt dann, wenn man dann beim 30. Mal ausatmet, dass man die Luft anhält. Vielleicht am Anfang eine halbe Minute, 30 Sekunden. Später, vielleicht 2, 3 Tage später, eine Minute. Aber auch nicht so, dass man sich dazu zwingt. Aber wir können ja alle die Luft anhalten und dann merken wir, ah, eine Minute kann jeder gut schaffen. Dann hält man eine Minute die Luft an. Und atmet dann ein. Hält die Luft wieder für 15 Sekunden. Atmet aus. Und macht dann wie am Anfang, dann fängt die neue Runde an. Atmet immer wieder tief ein. Und das wieder 30 Mal, dann wieder beim letzten Mal ausatmen, hält man die Luft an, eine Minute, atmet ein, wartet 15 Sekunden und atmet aus. Das ist alles ganz gut auf den Videos erklärt. Könnt ihr mal schauen, ob euch das anspricht. Von vielen habe ich gehört, dass sie damit sehr gute Erfahrungen macht. Und was auch schön ist, viele machen diese Übung und dann setzen sich hin, meditieren. Und vorher, wenn sie vorher nicht meditieren konnten, weil zu viel Gedanken da waren, zu viel Unruhe, konnten plötzlich gut meditieren. Das ist genauso mit dem Yoga, nicht so Yoga-Übung, nicht? Wenn du gut deine Yoga-Übung machst, dann dein Pranayama machst oder diese Atemübung vom Wim Hof und dann meditieren. Ganz wunderbares Programm, ganz wunderbares Programm, um wirklich ganz schnell in die Realität zu kommen. Die Realität ist die Präsenz. In der Gegenwart zu sein. Ja, ich bedanke mich für euer Zuhören. Schau nochmal, Angelika, Anja, okay, Bruno, ganz schön. Ja, sind ja ganz viele Leute jetzt da. Aha, bin mal ins kalte Meer, wird erst kurz wie Nadeln auf der Haut, dann wird es warm. Pari, ganz schön wird dein Beitrag, das erfahre ich jedes Mal auch, habe ich heute auch wieder erfahren. Ich gehe rein so und dann fängt es an zu pieksen, überall so, pieks, 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 pieks. Und das wird nach einer Zeit so, sagen wir so eine Minute lang immer stärker, stärker, stärker. Und denkt, boah, das hältst du nicht aus. Und wenn man dann den Punkt überwindet, dann kann man, also wie ich es heute auch gemerkt habe, dann kann man noch viel länger drin bleiben.
Ich dachte erst nach 2, 3 Minuten, jetzt gehst du raus. Und dann habe ich nochmal Wasser über den Kopf getan und spürte die Kälte so auf dem Kopf. Ganz wunderbar. Und dann merkte ich plötzlich, ich könnte noch viel länger bleiben. Und da bin ich auch länger geblieben. Ich glaube, vielleicht 10 Minuten. Weil ich habe danach, als ich dann zu Hause ankomme, ich bin dann nur 4, 5 Minuten zu Hause, fahre dann mit dem Fahrrad hin zu der Badestelle Gerberschanze in Lindorm. Und da habe ich gezittert am ganzen Körper. Und dann braucht der Körper wieder eine Zeit, um warm zu werden. Also wenn es zu kalt ist, dann kann man auch gern nochmal ein warmes Bad nehmen zu Hause, um dann wieder sich aufzuwärmen. Das ist ganz schön. Anna schreibt, ich bin immer noch in der Depression. Ich habe das Gefühl, ich komme hier erst raus, wenn ich sterbe. Nein, 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 nein. Habe einfach so viel Angst vor der Präsenz. Sag mal, Anna, du brauchst da gar keine Angst vor haben. Weil die Präsenz, die nimmt dir ja die Angst, die Depression. Die nimmt sie ja. Also die Angst kann man vor der Depression haben, aber nicht vor der Präsenz. Weil du, weißt du, diese Präsenz, das bist du ja selbst. Aber die Depression hindert dich jetzt daran, dich zu erfahren, dich selbst, diese Präsenz zu erfahren. Die Präsenz ist ja da. Die ist immer da. Die ist eigentlich da. Bloß, wie ich sagte, wenn wir Depression haben, dann liegt es daran, weil wir irgendwelche Eindrücke in unserem Nervensystem haben, die uns daran hindern, die Präsenz, diese Stille, diese allgegenwärtige Stille, den reinen Geist zu realisieren, zu sein. Also du brauchst halt wirklich keine Angst haben. Keine Angst. Aber weißt du, das nützt dir auch gar nichts, wenn ich sage, du musst da keine Angst haben. Du musst deine Erfahrung machen. Und vielleicht spricht dich das ja mal an, so jetzt mit dem Kalten, ein kaltes Bad zu nehmen. Weißt du, wenn du den Körper so die Kälte aussetzt, da bist du ja so mit dieser Kälte beschäftigt, da ist gar kein Raum für Depressionen. Da ist kein Raum für andere Gedanken. Du bist einfach ganz präsent mit deinem Körper. Du spürst, wie das die Nadeln da reinpicken, so das Gefühl, dass da überall gepikst wird. Du spürst so, dass da ganz viel passiert, weil da passiert eine große Ordnung. Wenn man so die Lufttemperatur, die Wassertemperatur runternimmt, und wir sind da drin, dann spüren wir eine gehörige Ordnung. Das ist auch Gesetz in der Physik, dass also die Ordnung zunimmt, je kühler es wird. Und genauso ist das für unseren Körper, wenn wir die Temperatur runternehmen. Wir kommen so mal, wir müssen mal unseren inneren Schweinehund, sage ich mal, überwinden, aus unseren Gewohnheiten rauszukommen. Immer schönes warmes Bad, ein schönes warmes Zimmer. Wenn wir rausgehen, immer schön warmen Mantel anziehen und so, ist auch nicht verkehrt. Aber da mal rauszugehen aus dieser Gewohnheit. Wir haben unseren Körper schon so vertätschelt und so von der Natur entfernt, dass wir ihm gar nicht mehr die Natur gönnen mögen, so wie die Kälte, nicht so ein extremes Bad, mal so ein kaltes Bad. Früher war das ganz normal, dass die Leute kalte Bäder genommen haben. Aber heute sind wir so in diesem Rausch, dass wir eigentlich uns selbst dadurch schaden, weil wir uns nicht mehr diese Ordnung, die wir haben könnten, geben. Auch wenn du meditierst, kommst du automatisch in eine größere Geordnetheit. Aber die Wassertemperatur, wenn das so richtig knackig kalt ist, da kommst du in wenigen Sekunden, bist du völlig geordnet, gereinigt. Und fühlst, boah, ich bin neu erwacht. Zum Thema Wahrnehmung habe ich eine Frage. Jemand, der ein gutes Gedächtnis oder fast schon fotografisch, oh, gerade weg, kurz das Bild, fotografisches Gedächtnis hat oder sich viel merken kann, muss doch in der Präsenz sein, oder? Nein, überhaupt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist einfach der Verstand, der geschult worden ist oder auch über die Jahre oder durch verschiedene Leben,
dass er Informationen sehr schnell und gut speichern kann. Ich nenne immer ganz gern das Beispiel mit den zwei Brüdern, Zwillingsbrüdern. Der eine studiert so und hat alles gelernt und ist sehr schlau, so ist viel intelligenter als der andere, als der Bruder und studiert so und Universitäten und hat Hochschulabschlüsse und alles Mögliche. Und der Bruder, der hat gerade die Volksschule gerade mal so geschafft und so. Und aber er ist so mit der Natur, nicht? Er geht ins kalte Wasser oder wäscht sich mit kaltem Wasser, weil er wenig Geld hat, keine moderne Wohnung, muss sein Zimmer mit Holz heizen, erfährt immer wieder die Kälte und so, meditiert so, seine Arbeit ist auch seine Meditation. Und dann haben die beide einen Betrieb. Und der eine, der jetzt hochstudiert ist, so, der hat das ganze Bücherwissen, weiß alles, so, weiß, wann die Saat rausgebracht werden muss, weiß, wann gedüngt werden muss, wann gespritzt werden muss, all diese Dinge, was man heute so macht in der Landwirtschaft. Und der andere, der hat überhaupt keine Ahnung von all diesen Dingen. Und der steht morgens auf, so, geht einmal über seinen Hof und hat das Gefühl, so, heute muss ich Kartoffeln pflanzen. Und der Bruder sagt, um Gottes Willen ist überhaupt nicht die Zeit. Nicht, also, ich habe gelernt, dann und dann, dann ist eine gute Zeit. Und siehe da, das kann man jetzt noch ein bisschen ausbreiten, aber siehe da, der Bruder, der nichts gelernt hat, der war so verbunden mit der Natur und der hat genau immer das Richtige gemacht, was jetzt gerade anstand. Der wusste genau, wann die Kartoffeln gepflanzt werden mussten, wann die Saat ausgebracht werden musste, wann geerntet werden musste, hat geguckt, oh, ich muss schnell das Heu, das Gras, das jetzt Heu geworden ist, muss ich jetzt einfahren, weil in 2 Stunden fängt es an zu regnen. Und alles hat gut funktioniert und hat gute Ernten und war viel, viel besser dran als sein Bruder, der sehr viel intelligenter war, ein gutes Gedächtnis hatte und alles Mögliche gelernt hatte. Und der hat so sein Schulwissen angewandt. Und es hat nicht funktioniert. Er hatte also schlechtere Ergebnisse als sein Bruder. Und er hat sich natürlich gefragt, wie kann das sein? So ist es unmöglich, so, du hast so gute Erfolge und ich, der so viel studiert habe, gehe ins Minus. Wie geht das? Das ist ungerecht und so. Das ist so das Gehirn, nicht so diese Denkmuster, die dann abgespult werden und der Vergleich so nicht. Aber jeder ist so einzigartig wie der Bruder, der jetzt studiert war, musste seine Erfahrung machen. Und der andere, der Bruder, der nichts gelernt hatte, der so eins war mit der Natur und immer genau das Richtige gemacht hat, was jetzt gerade erforderlich war, ja, der war höchst intelligent. Also ist nicht derjenige intelligent, der sich viele Sachen merken kann oder ein fotografisches Gedächtnis hat. Da sagen wir natürlich, boah, das möchte ich auch, ist so intelligent. Nein, intelligent ist derjenige, der in Frieden, Freude und Harmonie leben kann. Der ist intelligent. In unserem Leben, sondern es geht immer darum, dass wir die Intelligenz der Natur, die Intelligenz, die gesamte Schöpfung hervorbringt. Kannst du dir vorstellen, wie viel Intelligenz da notwendig ist, damit alles, die ganze Relativität, alles in einer kosmischen Ordnung funktionieren soll, funktionieren kann. Wie hoch die Intelligenz sein muss. Und da haben wir die Möglichkeit, wir müssen ja an Intelligenz denken und auch keine Sachen machen, um intelligenter zu werden. Wir brauchen einfach nur in die Stille kommen. Und die Stille ist die reine Intelligenz. Das ist, also mehr geht gar nicht. Ja, Anna, ich nehme das Kalimat. Ja, das ist so. Wir probieren das aus. Ich mache das. Und sag uns mal, was du dabei erfahren hast. Das ist eine kleine Überwindung, wenn du es noch nie gemacht hast. Aber schau dir vielleicht auch mal ein paar Videos an. Das hilft auch immer, gerade wenn man so extreme Dinge macht, dass man so ein bisschen motiviert ist. Habe ich heute auch gemacht, so nicht? Ich motiviere mich dann auch, so nicht? Dann sehe ich, boah, das ist ja Wahnsinn, was da alles passiert und wie schön das ist. Und dann mache ich das.
Nicht? Also da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, mal etwas zu tun, um aus seinen Gewohnheiten zu kommen. Ja, ich danke euch allen von Herzen. Bleibt weiterhin am Ball. Schaut, dass ihr alle in die Gegenwart kommt, weil die Gegenwart, die Präsenz, ist der Beginn, um, oder anders gesagt, ist der erste Meilenstein, um wirklich mehr in die Erleuchtung zu kommen. Also wir hören nicht auf, wenn wir in der Gegenwart sind, in der Präsenz sind, im Hier und Jetzt. Da beginnt es erst. Das Leben beginnt, da fangen wir an zu leben. Wir fangen an zu leben, wenn wir in der Präsenz sind. Aber wir haben viel größere Ziele. Also wir wollen das Absolute. Wir wollen erkennen, dass wir alles sind, dass es keine Begrenzung gibt, dass wir das allgegenwärtige, allumfassende Bewusstsein, das Absolute sind. Das sind wir, aber es geht um die Wahrnehmung. Deshalb arbeiten wir an der Wahrnehmung, dass wir mehr, also wir müssen unser Nervensystem reinigen und da kommen wir mehr in die Wahrnehmung, verfeinern unser Nervensystem, kommen wir mehr in die Wahrnehmung. Und mit der Wahrnehmung erfahren wir die Stille, die Präsenz. Wir merken, dass wir die Präsenz sind, dass wir die Stille sind und erkennen letztendlich, dass wir das eine ohne ein zweites sind. Jai Gurudev.